Aber jetzt kann ich wieder schauen. Ich grüße euch erstmal alle ganz herzlich zu unserer letzten Lerngruppe. Vor der Prüfung stimmt gar nicht. Morgen haben wir noch eine Kursinterne, aber die hier ist ja öffentlich. Ich sage immer meine mündliche Prüfung, weil ich komme dann rein und dann stehen da ganz viele Fragen eben auch da und die muss ich beantworten. Und das werde ich auch sehr gerne hier jetzt tun und muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden, weil ich bin das zweite Mal erst in einem Ich soll Zoom-Raum. es größer machen. Normalerweise sind wir Warte. in anderen. Annette, Sorry. alles okay? Ja, Sind wir in ich muss. anderen Ich Räumen? mache mein Mikro aus. Sorry. Alles klar. Alles klar. Wo ich dann auch so die Hochheit und meine Pfeile habe, das habe ich hier nicht, aber wir probieren das momentan hier mit Zoom aus. Habe aber auch den Chat offen. Normalerweise bin ich Multitasking-fähig. Ja, und ihr müsstet mich auch hören können, oder? Weil Uta schreibt, ja, gibt es schon einen Ton. So, Annette, jetzt musstest du nur mir das Prozentding da vor der Nase wegtun, damit ich das auch sehen kann. Aber ich möchte euch erstmal sagen, allen, die da Mittwoch zur Prüfung gehen, das Wichtige ist, dass ihr euch klar macht, ihr habt am Mittwoch keine Gerichtsverhandlung und es ist auch kein Gang zum Schafott. Also da hängt keine Guillotine oder so etwas. Also macht das nicht größer, als es ist. Ne? Ihr alle, ob ihr es bei uns gemacht habt oder woanders gemacht habt, ihr habt gelernt. Ja? Und ihr habt verdammt viel gelernt und ihr alle werdet das Gefühl haben, euer Hirn ist gerade ein Sieb. Ja? Und das liegt einfach auch daran, dass eben so eine heilpraktische Überprüfung, es ist ja keine richtige Prüfung im rechtlichen Sinne, sondern die Überprüfung, wir dürfen aber Prüfung auch mal gerne sagen, eben ja nicht so abgesteckt ist wie bei anderen Prüfungen. Dass du nicht sagen kannst, hey, jetzt lern mal das Buch und wenn du alles da drin kannst, dann hast du das bestanden, sondern es sind eben so unendlich viele Sachen, weil die Tür kann aufgehen. Und da kommt ein Patient rein und der kann alles Mögliche haben. Man sitzt eben in Eigenverantwortung da, stellt seine Diagnosen und ja, hat da eben eine ganz große Verantwortung. Und deshalb muss auch sehr breit gefragt werden. Aber macht euch da bitte nicht verrückt am Mittwoch. Also wenn wir mal ehrlich sind, das sind dämliche 60 Multiple-Choice-Fragen, von denen man notfalls da auch noch mal 15 in die Tonne klopfen kann. Ne? Wäre ganz schön, wenn man das nicht mit 15 macht, damit man auch ein gutes Gefühl hat und ja, mit einem Selbstvertrauen daraus geht, aber notfalls kann man das machen. Und auch wenn da mal Fragen drinstehen, wo ihr denkt, so, was fragen die da? Es wäre zum Beispiel letztes Jahr in der ausgefallenen Prüfung mal um das Marfan-Syndrom gegangen, damit beschäftigt sich kein Mensch irgendwie großartig, dann lasst euch da nicht ins Bockshorn jagen. Da sind meistens zwei, drei Fragen drin, wo man wirklich so vielleicht. Ja, vielleicht ich nicht, aber ihr vielleicht auch so denkt, ey, mit was kommen sie da um die Ecke? Aber die darf man notfalls auch mal falsch machen und das ist nicht schlimm. Ja, also von daher bitte da ruhig bleiben, cool bleiben. Es wird völlig normal sein, dass ihr am Anfang eben unter Adrenalin steht. Das wie, ist wie ein Sportler, der auf ein großes Rennen trainiert habt. Ne? Ihr habt da teilweise ein Jahr, 2 Jahre oder vielleicht sogar noch länger drauf gelernt. Und jetzt trippelt ihr, ne, auf der Stelle, so wie dieser Sprinter vor dem Startblock. Und dann dürft ihr auch lossprinten. Und dann ist es auch normal, dass ihr so die ersten paar Minuten erstmal einen hohen Puls habt und Blutdruck habt und dass euer Großhirn noch nicht so ganz funktioniert. Ne? Der Körper ist noch auf Überleben eingestellt und da übernimmt das Stammhirn. Gebt euch ein paar Minuten, fangt mit Fragen an, die einfach sind, die euch anlachen. Da gibt es immer ganz viele Fragen, die dann doch ganz einfach sind. Kontrolliert nachher nochmal gut, ob ihr zum Beispiel Einfachantworten nur einfach angekreuzt habt und zweifach auch wirklich zweifach angekreuzt habt, ob ihr nichts überlesen habt und bleibt da ganz cool und dann ist das auch gar nicht so dramatisch. So, und jetzt möchte ich ja nicht die Zeit wegnehmen, weil Annette, musst du mir auch ein bisschen helfen, weil ich sehe meine Uhr hier jetzt auch nicht mehr. Moment, ich kann die Ansicht ein bisschen verändern. Vollbildmodus verlassen. So, kann ich das dann noch sehen? Ja, sehr schön. So, dann sehe ich auch wieder meine Uhr, wie wir in der Zeit sind. Kannst du noch mal über das nephrotische Syndrom erklären, was dazugehört? Die Frage nach nephrotischem Syndrom kommt sehr, sehr gerne in der mündlichen Überprüfung. Was dabei von großer Relevanz ist, ist, dass es sich beim nephrotischen Syndrom nicht um eine eigenständige Erkrankung handelt, also nicht um einen Morbus, sondern um ein Syndrom. Das heißt, um einen Symptomenkomplex. Und dieser Symptomenkomplex ist dadurch gekennzeichnet, dass man einen großen Eiweißverlust tagtäglich über die Niere hat. Normalerweise verlieren wir maximal 150 Milligramm pro Tag Eiweiß über den Urin. Und hier sprechen wir von großen Eiweißmengen. Das sind mindestens 3,5 Gramm pro Tag.
gemessen oder bezogen auf eine Körperoberfläche von 1,73 Quadratmetern. Also von daher dürft ihr das ankreuzen. Ein größerer Verlust als 3,5 Gramm oder 3 Gramm, wenn du eben kleiner bist, dann kann das auch weniger sein. So, zu was führt jetzt diese große Proteinurie? Die führt dazu, dass man im Blut zu wenig Proteine hat, also zu einer Hypoproteinämie. Der kann genauso auch stehen Hypoalbuminämie, weil ja die Albumine 60% unserer Bluteiweiße eben ausmachen. Und jetzt kommt das, was manche so ein bisschen tricky finden. Dieser Mangel an Proteinen führt dazu, dass die Blutfette ansteigen. Ihr dürft also ankreuzen Hyperlipidämie, beziehungsweise ihr dürft auch ankreuzen Hyperlipoproteinämie. Weil ihr müsst euch das vorstellen, der Leber, die ja neue Eiweiße synthetisieren will, der fehlen jetzt die ganzen Bausteine dafür, ne? Die Aminosäuren. Und stellt euch das einfach wie einen großen Lego-Kasten vor, mit ganz vielen bunten Legos, ne? Grünen, gelben, blauen, rosaroten und beigenen. Ja? Und jetzt guckt die Leber da völlig frustriert dahin, weil die Niere so viel Eiweiße verliert und sagt, oh Gott, was soll ich denn mit dem jämmerlichen Rest hier noch bauen? Und dann fängt sie in ihrer Verzweiflung an, um diesen Eiweißmangel zu kompensieren, Lipoproteine zu bilden. Das bringt den Fettstoffwechsel durcheinander und die Blutfette steigen an. Also ankreuzen Hyperlipidämie oder Hyperlipoproteinämie. Das sind erstmal so die grundlegenden Geschichten. Und jetzt dürft ihr bei den Fragen zum nephrotischen Syndrom nur Dinge ankreuzen, die unmittelbar mit dem Eiweißverlust in Bezug stehen, also nicht die Grundursache ankreuzen. Und wenn ich zu wenig Albumine habe, dann entwickle ich eventuell Ödeme. Also Ödeme dürft ihr auch ankreuzen. Dann steht der Schmied. So, wenn ihr einen zu großen Eiweißverlust habt, dann gehören da eben auch sehr viele Eiweiße dazu, zum Beispiel Immunglobuline, die euren Körper beschützen. Ihr dürft also eine Abwehrschwäche ankreuzen. Und was ihr auch noch ankreuzen dürft, ist die Thromboseneigung. Die Gerinnungsfaktoren sind zwar auch Eiweiße, die man verliert, aber der Hemmstoff der Gerinnung, das ist das sogenannte Antithrombin 3, kurz AT3, geht verhältnismäßig proportional gesehen mehr verloren und dadurch zeigt das Blut eine erhöhte Gerinnungsneigung. Das dürft ihr also alles ankreuzen, Infektanfälligkeit, Thromboseneigung. Wie gesagt, ihr dürft nicht die Symptome einer Grunderkrankung, die zu dem nephrotischen Syndrom gehören, ankreuzen. Also als Beispiel, ein Diabetiker mit seiner diabetischen Nephropathie, der kann das zum Beispiel entwickeln. Das kann aber auch ein Hypertoniker entwickeln. Das kann jemand entwickeln, der einen systemischen Lupus erythematodes hat, der sich sehr, sehr häufig zum Beispiel auf die Niere setzt. Oder jemand, der jahrelang Schmerzmittel einnimmt. Das heißt, bei einer gewissen Grunderkrankung, zum Beispiel bei einer chronischen Glomerulonephritis, hätte man noch weitere Symptome, wie meinetwegen eine Hämaturie, ja, dass man Iris auch noch über den Urin verliert. Das dürft ihr nicht ankreuzen, ja, weil das nicht mit dem Eiweißverlust in Zusammenhang hängt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann einfach in den Chat schreiben, sonst denke ich, wäre die Frage hier, glaube ich, beantwortet. Dann kommen wir doch zum Kalium. Ich mache immer eine Wette, ob Kalium irgendwie in diesen Fragen hier drin ist und es ist immer drin. Meine Frage wäre, warum es bei Erbrechen und Durchfall zu einer Hypokaliämie kommt? Ja, weil es im Klo landet, ganz einfach. Ne? Weil wenn man Magen-Darm-Infekt hat, dann verliert man alle Elektrolyte, deshalb geht es einem dann auch so saumäßig und das Befinden bessert sich meistens mit einer schönen Elektrolytlösung. Das bezieht sich nicht nur auf Kalium, sondern auch auf Natrium, Kalzium, Magnesium und so weiter. Man verliert es einfach, ja, weil es oben und unten rausgeht. Deshalb Hypokaliämie. Dritte Frage. Warum kann bei einem Spannungspneumothorax ein Hautemphysem entstehen? Ja, das passiert dann meistens so im oberen Bereich, weil dann eben auch Luft entsteht. Der Spannungspneumothorax ist ja eine Komplikation eines offenen Pneumothorax. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass jemand ein Messer in den Brustkorb reinbekommt. Und jetzt macht jemand diesen Fehler und zieht das Messer wieder raus. Das heißt, es befindet sich ein Loch in der Pleura. Und bei der Einatmung gelangt dann eben Luft dort rein. Und jetzt kann es zu einer Komplikation kommen, dass sich ein Ventilmechanismus bildet. Das kann man sich vorstellen wie bei so einem Schwimmflügel, in dem man reinpustet. Aber wenn man nicht mehr pustet, kommt die Luft nicht raus.
Und genau das Gleiche passierte dann, also am Ventil- oder Spannungspneumothorax, dass bei jeder Einatmung da Luft reingelangt, aber sie nicht mehr entweichen kann. Das heißt, diese Seite bläht sich immer mehr auf und diese Luft geht dann eben auch ins Gewebe rein, sodass sich da eben auch ein Emphysem bilden kann in der Haut, also dass einfach da unter der Haut eben auch ganz, ganz viel Luft sich ansammelt, ja, weil sie einfach nicht mehr raus kann. Das ist natürlich Notarztindikation, der Patient ist in akuter Lebensgefahr, deshalb dann notfalls muss man das Loch suchen und gucken, dass man das eben wieder offen hält über eine großblumige Kanüle. Wenn man es nicht mehr findet, muss man Luft ablassen, muss man punktieren. Viertens, eine Frage zum Paragraph 24, da steht was von In-vitro-Diagnostik, was ist das genau, welche Tests sind das? Zählt der Schnelltest für Corona dazu, beziehungsweise dürfen wir Corona-Schnelltests machen? Ja, das ist auch immer wieder so eine Sache, die ich bei Kollegen, also fertigen Heilpraktikern feststelle, auch wenn ihr Heilpraktiker seid, seid ihr verpflichtet, euch da auf dem neuesten Stand zu halten. Das dazu gehört, dass man ab und zu auch mal ins Infektionsschutzgesetz reinschaut, weil sich da immer wieder diverse Dinge verändern. Und gerade im letzten Jahr haben die sich so rasant verändert, dass ich gerade irgendwas am Skript anders gemacht habe und schon wieder gab es eine Neuerung. Und da hat man dann gesehen, dass unser Dachparagraph, der Paragraph 24, sich verändert hat. Da stand immer drin, dass der indirekte und der direkte Erregernachweis eben auch schon als Behandlung gilt und dadurch eben für uns tabu ist. Und auf einmal stand da drin, dass darunter eben nicht die In-vitro-Diagnostik fällt. Am Anfang war es so formuliert, dass der HIV namentlich aufgeführt war, Treponema pallidum und SARS-CoV-2 war noch nicht aufgeführt. Momentan ist das auch aufgeführt und es ist eben auch so, dass es ja jetzt auch Schnelltests für den Eigengebrauch gibt. In vitro, das ist das, was man direkt eben als Schnelltest eben auch machen kann. Die Verbände halten sich da sehr zurück mit ihren Äußerungen, wie das so ist. Ich bin persönlich keine Juristin, habe aber von Anfang an, ich habe da auch mehrere Anfragen an Verbände gestellt, die mir alle nicht beantwortet worden sind, das so interpretiert, dass es bei uns in der Praxis möglich ist, das zu machen. Das haben ja auch teilweise Laien gemacht, dass die Corona-Tests eben angeboten haben. Also der Paragraph 24 ist dementsprechend zurzeit so formuliert, um wahrscheinlich eine größere Testmöglichkeit in der Bevölkerung eben auch zu geben. Ich bin aber, wie gesagt, keine Juristin und kriege da irgendwie auch keine Antworten dafür. Also von daher, ja, also den Schnelltest kannst du ja bei Aldi inzwischen machen. Ich habe den Schnelltest seit September, habe das auch gemacht für Seminare, die live waren, damit wir da alle auch safe sind. Da habe ich die Teilnehmer das noch selber machen lassen, den Abstrich. Aber ja, das wird ja auch in Apotheken und so weiter gemacht. Also von daher gehe ich sehr stark davon aus. Warum geht das Kalium bei Erythrozytenzerfall vor? Das war Katharina, das hat sie mir vorhin im Kurs gesagt, dass diese Frage schon beantwortet ist, aber möchte ich gerne auch noch erläutern, wer sich das gefragt hat. Genau, Katharina. Ne? Das heißt also, wenn man jetzt beispielsweise eine Blutdruckmanschette nimmt und jetzt quetscht man den Patienten oder einen Stauschlauch, ja, und ich staue da viel zu stark oder ich punktiere eine Vene und will dem Patienten nicht wehtun und nehme eine ganz feine Nadel, ja, dann ist das keine gute Idee, weil dann immer Zellen kaputt gehen können und dann kommt da Kalium raus und Kalium wird ja im Serum gemessen, ja, das heißt im flüssigen Bestandteil. Und normalerweise ist ein sehr geringer Anteil vom Kalium extrazellulär, 3,6 bis 5,2 Millimol pro Liter. Und wenn ich jetzt Zellen zerquetsche, dann kommt das Kalium von intrazellulär ja raus und befindet sich dann mehr im Plasma. Und an der Stelle, wo ich zerquetscht habe, nehme ich ja auch noch Blut ab. Das heißt also, das wird dann in meiner Spritze landen, die im Labor landet, die dann das Kalium bestimmen. Und deshalb gibt es dann eben eine falsch gemessene Hyperkaliämie. Gut, dann geht es weiter. Frage Nummer 6. Frage zur Nebenwirkung von Parasympatholytika. Ja? Also, jetzt müssen wir erstmal uns klar machen, Lytikum, Mimeticum. Ja? Es gibt Lytika, das heißt also, das sind Medikamente, die die Wirkung, in diesem Fall vom Parasympathikus, lysieren, ja? Also auflösen. Es gibt Parasympatholytika, das heißt, die machen das mit dem Parasympathikus, nennt man auch Anticholinergika. Und es gibt Sympatholytika, die machen das ganz einfach mit dem Sympathikus. Das heißt, ein Lytikum fährt die Wirkung
entweder vom Parasympathikus oder Sympathikus runter. Und es gibt die Mimetika, das heißt zum Beispiel Beta 2, Sympathomimetikum. Das sind Mimetika, machen die, verstärken die Wirkung vom Sympathikus beim Sympathomimetikum oder eben vom Parasympathikus, also im Parasympathomimetikum. Also, und jetzt muss man sich überlegen, bei welchen Pathologien ein Parasympatholytikum eingesetzt wird, also wann man das runterfahren wird. Das sind die sogenannten Anticholinergika, weil sie an die Acetylcholin-Rezeptoren gehen. Acetylcholin ist ja der Hauptneurotransmitter des Parasympathikus. Das bekommt man vor allem, wenn jemand zum Beispiel so Koliken oder etwas hat, also Magen-Darm-Krämpfe hat. Da wird das zum Beispiel eben auch gegeben. Und natürlich, wenn dann der Parasympathikus runtergefahren wird, dann habe ich eben einen dominierenden Sympathikus. Und von daher kann das dann eben auch zu Nebenwirkungen führen, dass zum Beispiel das Herzchen rast und der Blutdruck zum Beispiel auch hochgeht. Das wären dann, oder dass der Mund ganz trocken wird, ja, weil der Parasympathikus ja so die Drüsen anregt. Also eine Mundtrockenheit wäre da auch eine mögliche Nebenwirkung. Ja? Richtig, Buscopan. Ne? Das wird ja so bei Spasmen gegeben. Buscopan als Zäpfchen oder als Dragé ist ja auch nicht verschreibungspflichtig. Nur die Injektionen sind verschreibungspflichtig. Das könnten wir auch als Notfallmittel haben für eine Gallenkolik oder für eine Nierenkolik. Überhaupt bei Koliken, Buscopan, das wäre das. Schreibt ruhig in den Chat rein, wenn das ist. Kannst du noch was über die Laborwerte von der Euthyrioten-Struma erklären? Ja, Euthyriot bedeutet ja, dass die Schilddrüsenwerte normal sind. Ne? T3, T4 sind normal. Ein Synonym dafür wäre die sogenannte blande Struma. Auch dieser Begriff ist bereits in der Prüfung ohne weitere Erläuterung erwähnt worden. Deshalb solltet ihr euch den merken. Das heißt also, Hauptursache dafür ist ja ein langfristiger Jodmangel. Die Schilddrüse ist angewiesen auf Jod, braucht sehr viel Jod, andere Strukturen auch, Brustdrüse etc. Aber wenn die Schilddrüse das nicht hat, dann muss sie gucken, dass sie mehr Jod aufnehmen kann. Und das macht sie eben darüber, dass das TSH, das thyroideastimulierende Hormon, was vom Hypophysenvorderlappen eben ausgeschüttet wird, dass das erhöht wird. Und das führt dazu, dass innerhalb der Schilddrüse Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden, die dann zu einer Hyperplasie und teilweise auch zu einer Hypertrophie der Schilddrüse führen. Dann kann die besser Jod aufnehmen und ja, man kann sich vor der Unterfunktion retten. Das bedeutet, die Laborwerte, die sich daraus ergeben, ist, es muss T3, T4 normal sein, sonst ist das nicht Euthyriot. Und man findet häufig eine TSH-Erhöhung, weil die übergeordneten Strukturen, damit meine ich Hypothalamus und Hypophyse, schon gegen eine drohende Hypothyreose ankämpfen, damit man nicht in die Unterfunktion geht. Therapiert wird das Ganze dann eben, dass Jodid gegeben wird und teilweise auch schon, gab es auch eine Prüfungsfrage, dass auch schon L-Thyroxin in der niedrigen Dosierung gegeben wird, um einfach eben zu entlasten. Wenn ihr spontan auch Fragen habt, machst du einfach rein. Ich bin das im anderen Programm immer gewöhnt, dass die Fragen hier durchlaufen. Also scheut euch da nicht. Da müsst ihr nur unten den Chat anklicken und auf die Seite machen. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Depression und einer somatischen depressiven Episode? Ich glaube, dass sich diese Frage auf das somatische Syndrom bei Depressionen bezieht. Gehe ich da recht in der Annahme? Sonst sage ich einfach mal das, was ich da mit verbinde, was da wahrscheinlich gemeint ist. Aber sonst mich gerne korrigieren, wenn die Frage in eine andere Richtung abzielt. In der ICD-10 sind ja depressive Episoden nur darüber aufgeteilt, dass, wie schwer sie ausgeprägt sind. Also wir finden erstmal eine leichte, eine mittelschwere und eine schwere depressive Episode. Und die schwere, die kann dann mit oder ohne psychotische Symptome einhergehen. Also zum Beispiel Versündigungswahn, Verarmungswahn und Halluzinationen. So ist es in der ICD-10 eingeteilt. Und es gibt natürlich eben auch die anhaltenden Depressionen, die Dysthymie oder Dysthymia. So. Und jetzt gibt es aber etwas, was als somatisches Syndrom bei Depressionen bezeichnet wird, was immer ganz gerne in den Prüfungsfragen landet. Und was, das ist definiert, was damit gemeint ist.
Und dazu gehören sehr viele somatische, also körperliche Symptome. Ich sehe immer gerade Lieselotte mit ihrer Kamera, die dreht sich immer so und hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ich muss mal eins weiterschalten. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade hier Karussell fahre. So. Und das heißt also, was gehört dazu? Da gehören erstmal alle körperlichen Sachen dazu. Dass jemand zum Beispiel ein frühmorgendliches Erwachen hat, mindestens 2 Stunden vor der normalen Zeit. Dass er ein Morgentief hat, dass er keine Lust mehr auf Sex hat, dass er einen Gewichtsverlust hat, dass er eine psychomotorische Hemmung hat oder agitiert ist. Ja? Das sind also erstmal ja so körperliche Symptome, die bei beim somatischen Syndrom eben auftreten. Und jetzt aber Vorsicht, es gibt noch 2 Dinge, die da auch mit reingezählt werden, die man vielleicht auf Anhieb nicht als somatisch bezeichnen würde. Und zwar der Verlust an Interesse und Freude wird auch zum somatischen Syndrom bei Depressionen mitgezählt. Ja, obwohl man das erstmal nicht so als körperlich assoziiert, aber es hat eben mit den Neurotransmittern zu tun und überhaupt also so die Anhedonie, diese mangelnde Fähigkeit, Freude zu empfinden. Das muss also beim somatischen Syndrom, bei Depression auch angekreuzt werden, Verlust an Interesse und Freude. Kann eine Dysthymia auch die Symptome einer schweren Depression haben? Die Dysthymia ist eine leichtere, aber chronische Variante der Depression, die früher mal als neurotische Depression bezeichnet worden ist. Ich sage immer so Stichwort schwere Kindheit. Man hat so einen schweren Rucksack mit so lauter schweren Pflastersteinen da hinten drin und die drücken einem eben so permanent auf die Schultern und einen eben auch so runter. Natürlich kann das da auch immer mal zu Verschlechterungen kommen, aber in der Regel sind das nicht die schweren Depressionen, sondern leichtere bis mittelschwere Depressionen, aber es ist dann eben anhaltend. Es kann natürlich auch schwer werden. Trotzdem sind bei der Dysthymia dadurch, dass es anhaltend ist, häufig Medikamente indiziert. Ja? Mindestens 2 Jahre. Ja? Mhm. Das heißt, eine schwere Depression über 2 Jahre heißt dann nicht doch, das kann natürlich auch sein, aber also diese schweren Depressionen, also auch so mit psychotischen Erscheinungen, das ist eher so, dass es Episoden sind und nicht so anhaltende. Ja, eher, aber es geht natürlich auch, kann sein. Gut, warum kommt es bei einem Hämangiom zu einer Makroglossie? Ich meine, weil das ganz einfach so ein Blutschwämmchen ist und das kann auch, das ist ja häufig auch im Gesichtsbereich, Mundbereich, das kann auch an der Zunge sein und dann vergrößert sich eben die Zunge. Die können recht groß werden, das haben ja Neugeborene ganz gerne mal, wird, wenn die sehr groß sind, auch mit Beta-Blockern im ersten Lebensjahr behandelt und dann kann eben auch, ja, einfach aufgrund der Herausforderung, wenn es an der Zunge ist, die Zunge sich vergrößern. Ja, das ist eine Anspielung auf die Prüfungsfrage vom letzten oder vorletzten Jahr. Na, da war ja auch Akromegalie und sowas genannt, Myxödem. Ja. Gut, Unterschied Quinke und Angioödem. Eigentlich keiner, aber es gab eben den Herrn Quinke, nach dem ist das benannt und Angioödem heißt ja eigentlich nur Gefäßödem. Also im Grunde kann man es synonym verwenden. Es gibt die Hereditären. Also die Ererbten, ne? Und es gibt eben auch so Allergische. Wenn man von allergischen Angioödemen redet, redet man meistens so im Sprachgebrauch von den Quinkeödemen. Also im Rahmen so einer Allergie Typ 1 zum Beispiel bei der Anaphylaxie. Aber im Grunde ist es erstmal das Gleiche. Ne? Nur das eine ist nach einem Forscher benannt. Da ist noch eine Frage direkt im Chat an mich. Somatisiert, laviert ist aber nicht gleich somatische depressive Episode. Also es gibt den Begriff lavierte Depression, den finden wir aber nicht in der ICD-10. Laviert bedeutet ja so viel, dass die Person offenkundig gar nicht so nach außen hin Symptome zeigt, die man so von der Psyche her mit der Depression assoziiert, also dass man so niedergeschlagen ist und Verlust und Interesse und Freude hat, sondern dass sich die Depression körperlich auswirkt. Ja? Diesen Begriff gibt es aber nicht mehr in der ICD-10. Das ist im Grunde eine somatoforme Störung. Also Kapitel F45 ICD-10. Gut, weiter geht es. Stuhlunterschiede bei der CED. Also bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die 2 Hauptformen sind ja Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Die Colitis ulcerosa beginnt ja klassischerweise im Rektum und arbeitet sich dann kontinuierlich vom Rektum
vor, ne? Kann in Extremfällen mal selten bis ins Ilium gehen. Backwash-Ileitis, aber in der Regel bleibt sie im Kolon. Und im Kolon haben wir nun mal so viel schleimbildende Zellen. Das heißt, wenn man eine Colitis entwickelt, das muss nicht eine Ulcerosa sein, das kann auch eine Schigellenruhe oder irgendwas sein, dann wird die Schleimproduktion wahnsinnig angeregt. Also deshalb sind die Stühle charakteristischerweise schleimig. Und ne, durch diese Entzündung blutet es eben auch wahnsinnig. Also von daher, das Typische bei der Colitis ulcerosa sind die blutig-schleimigen Durchfälle. Beim Morbus Crohn kann man nicht von charakteristischen Durchfällen sprechen. Crohn ist ja häufig lokalisiert im terminalen Ilium zu 75% und im proximalen Kolon. Die haben häufig breiige Stühle, mal ein bisschen flüssige. Die können da auch Blut mit dabei haben. Die können auch mal Schleim. Die können. Aber da gibt es jetzt nicht das Charakteristikum. Man findet häufig in der Literatur so diesen Unterschied in der Frequenz, den ich aus der Praxis nicht immer so bestätigen kann. Ich habe sehr viele Kronenpatienten, aber tendenziell ist es so, dass die Colitis-Leute eine höhere Frequenz haben als der Kron. Beim Kron können das manchmal auch nur so 5-6 Durchfälle am Tag sein. Colitis geht da häufig deutlich höher. Ich habe aber auch Patienten erlebt mit Kronen mit 30 Durchfällen. Aber um die Frage zu beantworten, charakteristisch bei der Colitis ulcerosa sind blutig-schleimige Durchfälle und beim Krönchen eben nicht. Ne? So. Nee, Quinke kommt nicht von Quick, ne? Herr Quinke. Ne? Ja. So. Die wichtigsten Medikamente, eine Auffrischung. Haben wir noch einen Abend? Vielleicht ein paar spezifische Fragen. Okay, gehe ich mal ganz schnell über ein paar Medikamente drüber. Was nehmen wir? Also ich greife nochmal auf die Beta-2-Sympathomimetika. Die stimulieren ja den Sympathikus, werden also vorrangig eingesetzt, wenn man eine bronchodilatative Wirkung haben will. So Asthmaanfall, ja? Oder Krupp oder so etwas oder spastische Bronchitis, COPD, ja? Weil sie einfach weit stellen. Dann gibt es natürlich das Gegenteil, es gibt die Beta-Blocker, Beta-Rezeptoren-Blocker, die Rezeptoren fürs Adrenalin blocken, die werden eingesetzt einmal als Bluthochdruck natürlich, sie werden eingesetzt bei stabiler Herzinsuffizienz, Nyha-Stadien 1 und 2 und nach Einschätzung auch 3 und 4, weil sie die Herzarbeit ökonomisieren. Beta-Blocker werden eingesetzt bei KHK, weil dadurch, dass das Herz langsamer wird, die Diastole länger ist und die Koronarien eine bessere Zeit haben, sich dann zu füllen. Und es gibt natürlich eben auch den Einsatz bei Migräne, Glaukom und so weiter, Beta-Blocker. Machen natürlich einen langsamen Puls. Bleibe beim Blutdruck. Da gehen wir mal zu den ACE-Hämmern. Die hemmen ja den Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus. Renin wird ja in der Niere ausgeschüttet, wenn eben die Filtration nicht richtig funktioniert oder beziehungsweise noch ein bisschen angepusht werden sollte und wandelt dann Angiotensinogen aus der Leber um in Angiotensin 1. Das wiederum muss über ein Enzym aus der Lunge, das ACE, umgewandelt werden in Angiotensin 2, was dann vasokonstriktiv wirkt und was die Aldosteronausschüttung aus der Zona glomerulosa, der Nebennierenrinde der äußeren Zone, anregt. Und das Aldosteron holt sich dann Natrium aus dem Primärharn zurück und scheidet Kalium aus und kann darüber über ein vermehrtes Volumen den Blutdruck steigern. Der ACE-Hemmer hemmt also das ACE, sodass dann nicht so viel Angiotensin 2 nicht so eine starke vasokonstriktive Wirkung entsteht und eben dann auch nicht so viel Natrium und damit Wasser rückresorbiert wird. Dann gibt es noch die Calcium-Antagonisten, die als Blutdrucksenker zum Beispiel mit eingesetzt werden. Das wären jetzt erstmal so die wichtigsten. Und Diuretika natürlich auch. Bei den Diuretikern sollte man immer dran denken, dass Diuretika auch Kalium mit ausschwemmen, können also zur Hypokalämie führen. Es gibt extra die sogenannten Kaliumsparenden, bei denen ist dann die Gefahr, dass das Kalium ansteigt. Die Leute, die den ganzen Tag Datteln und Aprikosen und Bananen essen.
So, dann gehen wir weiter. Herzglykoside, zum Beispiel digitales Abkömmlinge wie Digoxin, Digitoxin. Das sind eben Medikamente, die bei Herzmuskelschwäche eingesetzt werden, die positiv inotrop wirken, also die Kontraktionskraft des Herzens eben anpushen, und negativ chronotrop, die Frequenz runterfahren. Da ist es wichtig, dass die sich eben ganz schlecht mit anderen Präparaten kombinieren lassen, weil es da zu Interaktionen kommen kann und dass die richtige Dosierung gefunden werden muss. Wenn es dann zur Überdosierung kommt oder zur Wechselwirkung, könnte eine digitale Intoxikation entstehen, die sich dann eben darüber zeigt, dass derjenige verwirrt ist, Persönlichkeitsveränderungen hat, Übelkeit, Erbrechung, lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen entstehen können und sehr häufig auch Farben sehen, was gehäuft gelb oder grün ist. Ja, was könnte zum Beispiel die digitale Wirkung verstärken? Calcium. Ne? Kalium schwächt es ab, Calcium pusht. So, das war vielleicht mal so das Wichtigste zum Herzen. Was nehmen wir da noch? Dann merken wir uns vielleicht Metformin. Metformin als orales Antidiabetikum bei Typ 2 Diabetes, um Rezeptoren wieder fit zu machen. Wir merken uns für den Typ 2 Diabetes die Sulfonylharnstoffe. Das sind die Medikamente, die quasi noch den letzten Rest des Insulins aus der Bauchspeicheldrüse rausquetschen. Typ 1 Diabetiker sind selbstverständlich insulinpflichtig. Ich bleibe im Kopf beim Stoffwechsel, gehe zur Harnsäure. Das Mittel für die chronische Hyperuricämie ist das Allopurinol, was die Umwandlung der Harnsäure blockiert, sodass die Vorstufe bestehen bleibt, das Xanthin. Ist aber kontraindiziert im akuten Gichtanfall. Im akuten Gichtanfall wird Colchicin vor allem eingesetzt, die Herbstzeitlose, was aber man auch nicht zu oft einnehmen sollte, weil es nierentoxisch sein kann. So, dann gehe ich mal weiter in die Psychopharmaka und nehme als erstes mal die Antidepressiva. Antidepressiva, ganz wichtig für die Prüfung, machen nicht körperlich abhängig. Am häufigsten eingesetzt sind da die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also SSRI, also Reuptake Inhibitor, die die Konzentration des Serotonins im synaptischen Spalt erhöhen, brauchen da aber eine gewisse Zeit. Deshalb bitte auch dran denken, dass bei der Neueinnahme von Antidepressiva erstmal das Suizidrisiko ansteigen kann, weil der Antrieb erstmal zurückkommt. Ne? Ja, ich rede jetzt auch schnell, um diese ganzen Fragen reinzukriegen. Ja, gut. Das heißt also, das wären die SSRI. Es gibt noch die sogenannten trizyklischen Antidepressiva. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie in drei Zyklen wirken, sondern das sind so drei chemische Ringe, so Amitriptylin oder so etwas. Es gibt die MAO-Hämmer, die Monoaminooxidase-Hämmer, die nicht gut kombinierbar sind. Da muss man sich bei der Ernährung auch an gewisse Dinge halten, weil das sonst zu Blutdruckkrisen kommen kann. Und es gibt im pflanzlichen Bereich Hypericum. Das Johanniskraut bitte nie gleichzeitig zum anderen Antidepressivum geben, weil das sonst zum lebensgefährlichen Serotoninsyndrom führen könnte. Die Nebenwirkung oder auch Wechselwirkung von Johanniskraut, also es macht fotosensibel, es kann zu Zwischenblutungen kommen. Man muss immer gucken, ob es sich mit anderen Medikamenten verträgt. Wie gesagt, also nicht mit anderen Antidepressiva geben oder zum Beispiel mit Antikoagulantien. Stand mal im Verdacht, die Pille zu inhibieren. Das konnte jetzt nicht so belegt werden, aber zum Beispiel HIV-Medikamente und sowas, das geht alles auch nicht. So, dann die Benzodiazepine, ja, also wie Valium, Diazepam, Lorazepam und so etwas. Das sind Medikamente, die sehr schnell abhängig machen, die an die GABA-Rezeptoren gehen. Schon nach ein paar Wochen kann es zur Abhängigkeit kommen, fallen unter die Betäubungsmittel. Und ja, ich muss gucken, dass ich nicht so ausufernd werde, wirken zudem, also nicht nur sedierend und anxiolytisch, also angstlösend, sondern auch antikonvulsiv, sind also auch angezeigt in der Akutbehandlung eines epileptischen Anfalls. Und kurz noch zu den Antidepressiva, zu den Psychopharmaka, mein Gott, ne? Also es gibt auch Phasenprophylaktika, zum Beispiel Lithiumsalze, die eingesetzt werden bei solchen phasischen Erkrankungen, zum Beispiel wenn jemand bipolar ist oder auch beim Clusterkopfschmerz wird es eingesetzt, machen körperlich nicht abhängig, müssen aber genau dosiert werden, können auf die Niere gehen und Blutbildveränderungen machen. Und dann last but not least,
noch die Neuroleptika. Neuroleptika in der hochpotenten Form sind Antipsychotika, wie zum Beispiel Haloperidol, die eben bei Wahnvorstellungen etc. Psychosen eingesetzt werden, die in der niedrigen Dosierung, die sedieren eben, sie machen nicht körperlich abhängig Neuroleptika, können aber dadurch, dass sie an die Dopaminrezeptoren gehen, diverse Störungen im Bereich der Bewegungsabläufe, sogenannte Dyskinesien, hervorrufen, dass man zum Beispiel grimassiert oder Schlundkrämpfe hat, dass eine Akathisie entsteht, so eine Sitzunruhe oder im Extremfall bis zum Parkinson. So, ich glaube, das reicht erstmal mit Medikamenten, oder? So, sonst sitzen wir bis morgen da. Welche Globuli dürfen wir nochmal nicht verordnen? Ich glaube, Ecke, die Frage ist bezogen auf das Betäubungsmittelgesetz, oder? Also es gibt zwei Ausnahmen an Betäubungsmitteln, die eben potenziert verschrieben werden dürfen. Das ist Papaver Somniferum ab einer D4 und Opium ab einer D6. Gut. Annette, ich sehe nicht, wie lange die Liste geht. Wie viel, kommen da unten noch Fragen? Oder ja, okay. Kannst du mir mal kurz einen Überblick geben? Okay, gut. Okay. So, dass ich das einfach kurz weiß. Dann muss ich noch mal hier gucken. Was dürfen wir behandeln? Angina tonsillaris. Angina tonsillaris ist in der Regel über beta-hämolysierende Streptokokken, Streptococcus pyogenes hervorgerufen. Scharlach und sonstige Streptococcus pyogenes Infektion steht Paragraph 34. Dürfen wir also nicht machen. Nö, Erregernachweis nicht, aber das sehe ich ja. Der hat ja hohes Fieber und das ist hochrot und da sind Eiterstäbchen. Ne? Und dann bin ich raus aus der Geschichte. Der kann gerne zum Arzt, wenn es dann irgendwas ist, was nicht im Infektionsschutzgesetz ist, dann könnte ich es machen. Aber da werde ich mal schleunigst die Finger davon weglassen, dann verbrenne ich mir nur die Finger damit. Welche Infektionskrankheiten dürfen wir behandeln? Wie wäre es mit dem Schnupfen? Wie wäre es mit einer Blasenentzündung, die jetzt nicht sexuell übertragen worden ist? Also das sind erstmal so gängige Sachen, die man behandelt. Eine Erkältung, ja, eine banale Erkältung wäre natürlich auch eine Infektion. Dann ansonsten gibt es natürlich Infektionskrankheiten, die nicht im Infektionsschutzgesetz aufgeführt sind, die man aber vielleicht auch Sorgfaltspflicht nicht behandeln würde, also Tetanus oder Gasbrand, ne, würde ich jetzt nicht gerade behandeln. Oder Mononukleose wäre zum Beispiel etwas, was nicht drinsteht, was man begleitend behandeln kann, sollte sich aber dem Arzt vorstellen wegen der Gefahr der Milzruptur. Sinusitis kannst du machen. Mhm. Ja. Gut. Annette, kannst du mal weiter scrollen? Wie verhält sich das allgemein mit Reflexen an Kopf und Gesicht? Sind das Reflexe, die durch Hirnnerven gesteuert werden? Gibt es da auch ein erstes und zweites Motoneuron und auch verschiedene Abschnitte? Aber das sind ja im Kopfbereich, Gesichtsbereich erstmal Fremdreflexe. Ne? Also merkt man sich einfach Kornealreflex, Masseterreflex zum Beispiel über den Trigeminus. Ja? Kornealreflex war ja zum Beispiel auch drin. Ja? Also von daher, meistens sind ja Fremdreflexe. Außer man sieht ja jetzt. Ja, von daher, das ist auch, wird über Hirnnerven gesteuert. Also das sind dann die Nerven, die quasi, also Hirnnerven gehören ja zur Peripherie, die dann zum zentralen Nervensystem das einfach hintransportieren. Ja, ist ein Fremdreflex. So. Wie hoch ist der mittlere Blutdruck? Also ihr solltet die Blutdruckwerte ganz einfach wissen nach WHO, dass ein optimaler Blutdruck unter 120 oder unter 80 ist. Dann haben wir einen normalen Blutdruck von 120 bis 129 und analog 80 bis 84 diastolisch. Dann 130 bis 139 ist hochnormal systolisch und 85 bis 89 diastolisch. Und dann kommt die Grenze. Entweder hat man die 140 erreicht und oder die 90 erreicht diastolisch. Und dann kommen die Abstufungen Hypertonie Grad 1, 2, 3 ne, oder milde und so weiter. Also 140 bis 159, 160 bis 179 und über 180 systolisch und diastolisch in 10er Schritten. Also von daher 90 bis 99 und 100 bis 109. Ja, ne? Und also von daher ein normaler Blutdruck oder mittlerer Blutdruck wäre zwischen 120 und 129 und 80 und 84. Eisenmangel-Trias versus Vitamin B12-Mangel. Symptome haben beide eine Hunter-Glossitis.
Also beide haben eine Glossitis, nur der Herr Hunter hat eben das beim B12-Mangel beschrieben. Also von daher heißt die Hunter-Glossitis beim B12-Mangel und beim Eisenmangel hat die keinen Forschernamen. Ja? Beim Eisenmangel kommt es gerne zum Plummer-Vinson-Syndrom. Das besteht aus der Dysphagie, den Schluckbeschwerden, aus den Mundwinkelragaden und eben der Glossitis. Des Weiteren kommt es ja auch zu Nagelveränderungen und spröden Haaren. Beim Vitamin B12-Mangel, da die Symptome, okay, Vitamin B12, Scopolamin, brauchen wir erstmal für die Ernährung der Gliazellen, also der Hüllschichten der Nerven, damit wir da eine gute Isolierung und Reizweiterleitung haben. Das bedeutet eben auch, wenn es zum B12-Mangel kommt, lange bevor es zur Anämie kommt, werden neurologische Symptome auftreten, erstmal vielleicht Parästhesien. Später kann sich das steigern bis zu einer sogenannten funikulären Myelose. Das kann man fast mit einer MS vergleichen von den Symptomen, weil eben die Myelinscheiden kaputt gehen. Vitamin B12 brauchen wir für die DNA-Synthese von allen Zellen. Also werde ich alle Zellen, nicht nur Blutzellen, nicht mehr genug bilden. Bei den Blutzellen natürlich Anämie, Infektanfälligkeit, Blutungsneigung, aber man merkt das sehr stark an der Haut und den Schleimhäuten. Deshalb auch die Hunter-Glossitis oder dass zum Beispiel dann ja überhaupt Schleimhäute, Magen-Darm-Trakt, dass die eben sehr empfindlich werden und dann alle Anämie-Symptome. B12-Mangel kann dann entstehen, entweder zum Beispiel bei veganer Ernährung oder eben auch die perniziöse Anämie bei Autoimmungastritiden, ne, die da kommen. So. Nee, Annette hat mir nicht geschrieben, jetzt pinkt sie ja nämlich die ganze Zeit bei Facebook. So, muss man gerade hier die Leute wegmachen. Wenn da noch Fragen sind, einfach noch reinschreiben. In einer Frage ging es darum, ob eine Leberzirrhose zu einer Hypokaliämie führen kann. Ja, was hat die Leber mit dem Kalium zu tun? Da müssen wir ans Aldosteron denken. Aldosteron, von schon erwähnt, gebildet als Mineralokortikoid in der Zona glomerulosa, äußere Zone der Nebennierenrinde, sorgt dafür, dass der Blut Natriumspiegel ansteigt und das Kalium ausgeschieden wird. Das ist das, was wir uns merken müssen. Ne? Aldosteron macht Natrium hoch, Kalium runter. So, was hat das jetzt mit der Leber zu tun? Das ist ja ein sogenanntes Steroidhormon. Ja? Es hat ein Steringerüst, also, ne? Und die werden in der Leber abgebaut. Das bedeutet, wenn jetzt ein Alkoholiker zum Beispiel eine Leberzirrhose hat, dann kriegt er sein Aldosteron nicht mehr richtig abgebaut. Also es hat dann noch eine potentere Wirkung. Also muss ich nur überlegen, was macht das Aldosteron? Aldosteron erhöht Natrium und Kalium wird ausgeschieden. Also von daher, ja, ne? Stärkere Aldosteronwirkung, weil es nicht richtig abgebaut wird. Das ist wie zum Beispiel Männer auch Brüste bekommen, ne? wenn die Leber kaputt ist. Ja, haben sie eine zu starke Östrogenwirkung. Und so ist es eben auch hier mit dem Kalium. Warum kann es bei einer Polyglobulie zu einem Schlafapnoe-Syndrom kommen? Es ist eher umgekehrt. Also die Schlafapnoe führt eher zur Polyglobulie. Ja, weil wenn ich nachts immer wieder Ewigkeiten da so Atemaussetzer habe, die können ja ganz, ganz lange auch dauern, dann habe ich einen Sauerstoffmangel und als Reaktion darauf wird Erythropoietin, vor allem von der Niere ausgeschüttet, was die Erythropoese im Knochenmark dann anregt. Und die Folge ist eher die Polyglobulie. Ne? Aber natürlich könnte jetzt natürlich auch eine Polyglobulie, ja, erhöhte Blutviskosität, da müssten wir jetzt aber sehr konstruieren. Ne? Es ist eher umgekehrt. Was ist bei Patienten, die Antidepressiva einnehmen, zu beachten? Ja, einiges ist zu beachten. Vorhin habe ich schon was angesprochen. Erstens mal brauchen Antidepressiva ein paar Wochen, bis sie ihre antidepressive Wirkung entwickeln. Und zumeist kehrt der Antrieb wesentlich früher zurück. Das bedeutet, wenn da eine latente Suizidalität ist, kann die natürlich dann tragend werden. Deshalb sollten Leute da eben auch gut beobachtet werden. Das ist erstmal eine Nebenwirkung. Zweitens mal, haben wir vorhin auch schon erwähnt, Patient sagt zum Beispiel, ach, mein Antidepressivum, mein SSRI, der wirkt nicht so tolle. Ach, da gibt es doch Johanniskraut, können wir das nicht dazugeben? Nein, ne? Weil ganz einfach, das Johanniskraut hat ein bisschen anderen Mechanismus, aber ist im Grunde auch ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das könnte lebensgefährlich werden, ein Serotonin-Syndrom eben auch geben. Und zweitens mal, oder Entschuldigung, Moment. Ich kriege hier nicht so leicht das Mikro aus wie im anderen Raum. Und dann
kann es natürlich auch zu Nebenwirkungen kommen, die die Compliance beeinträchtigen, dass also die Patienten das nicht die ganze Zeit einnehmen, weil man vielleicht eben zunimmt und vielleicht Mundtrockenheit hat und Magen-Darm-Beschwerden und vielleicht Libido. Und am Anfang profitieren sie häufig noch nicht so davon und das kann dazu führen, dass sie die Sachen dann nicht einnehmen. So, Neuroleptika habe ich ja vorhin auch schon erklärt, ne, mit Parkinsonoid, Dyskinesin, also haben wir schon weg. In wesentlichen Punkten unterscheiden sich Anorexia nervosa und Bulimie. Bei der Anorexie, die ist eben so definiert, dass ein absichtlich herbeigeführter Gewichtsverlust von unter 18 Body Mass Index oder mindestens 15% unter dem zu erwartenden Gewicht eben besteht. Und das jetzt nicht aus einer Krankheit heraus, also so was weiß ich, tumoröse Erkrankung oder weil ich Liebeskummer habe, sondern weil ich es will. Ja? Ich strebe das an. So, das ist hier schon mal das Kriterium. Bei der Bulimie ist es eben so, dass hier häufig die Leute normalgewichtig sind. Die können auch unter, können auch gewichtig sein, können auch mobbelig sein. Das sind schon mal Unterschiede. Dann der zweite Unterschied ist, dass bei der Anorexie eben auf Nahrung größtenteils verzichtet wird oder auf hochkalorische Nahrung verzichtet wird. Aber auch hier gibt es einen restriktiven Typus und einen Purging Typus. Das heißt also, der Restriktive, der erreicht seine Gewichtsabnahme durch den in Anführungszeichen bloßen Gewicht, bloßen Verzicht auf Nahrung, während der Purging Type ist bei der Anorexie eben auch noch zusätzliche Dinge einsetzt, um die Gewichtsabnahme zu forcieren, zum Beispiel, dass er auch erbricht, also jemand mit Anorexie kann auch erbrechen, der hat dann eben jetzt nicht Riesenmengen gegessen oder auch, dass er Diuretika, Laxantien, Schilddrüsenhormone, Amphetamine oder irgendetwas einnimmt. So, und bei der, viele rutschen dann aus der Anorexie in die Bulimie rein. Und bei der Bulimie ist es eben auch so, dass die Leute dann, das ist ja auch nicht permanent, aber immer wieder auch so Fressanfälle bekommen, dass man dann teilweise 10.000 Kalorien in sich reinstopft, also der Ochsenhunger, ja, und das Normalgewicht. Gut, Frage 24. Welche sind die typischen Erreger von Harnwegsinfekten und wie sind sie differenzialdiagnostisch zu erscheinen? Also die meisten Erreger von Harnwegsinfekten kommen erstmal aus dem Darm. Absoluter Spitzenreiter mit 80% sind Kolibakterien, Escherichia coli. Dann Enterokokken, Klebsiellen, Citrobacter, Aerobacter, ne, Pseudomonas, alles, was sich so im Darm tummelt. Deshalb sind die Damen ja auch häufiger betroffen, weil einfach der Anus und Harnröhre näher zusammen ist, ne, und Harnröhre ist dann auch noch kürzer. So, kann ich die jetzt differenzialdiagnostisch unterscheiden? Nö. Was die alles auf dem Urinstick machen, ist typischerweise eben einen alkalischen Urin, ja, weil die Stoffwechselendprodukte der Bakterien alkalisch sind. Mehr Blödsäure macht die ja kaputt. Und sie sind nitritbildend, das heißt also, sie reduzieren das Nitrat, was wir über den Kopfsalat das Wasser aufgenommen haben, zu Nitrit. Und wir haben Leukus. Das ist so der stinknormale Befund auf dem Urinstick bei stinknormalen Bakterien. So, jetzt gibt es aber auch ein bisschen komische Bakterien, zum Beispiel Mycobacterium tuberculosis, die Gonokokken oder auch die Chlamydien. Das sind ja Bakterien mit viralen Eigenschaften, die sexuell übertragen werden. Und alles, was nicht bakteriell ist. Also Protozoen wie Trichomonaden, ne, das sind die mit dem vaginalen Fischgeruch. Oder Pilze oder Mykoplasmen, die haben auch so eine defizitäre Zellwand. Oder auch mal ein Virus, ja, kann es ja auch mal machen. Und bei denen wäre dann der Unterschied eben, dass die nicht Nitrat zu Nitrit reduzieren können. Also das Nitritfeld wird hier nicht ansprechen. Ja? Gut. Ist die Glomerulonephritis immer bakteriell? Nö, meistens nicht. Also eine akute Glomerulonephritis ist in 90% der Fälle nicht bakteriell, sondern postinfektiös. Das heißt, es handelt sich um ein allergisches Geschehen Typ 3, dass man im Vorfeld einen bakteriellen Infekt hat. Also ne, häufig eben über beta-hemolysierende Streptokokken und dass man dann eben Antikörper dagegen baut, die einen Komplex eingehen. Und dann ballen sich manchmal eben diese Antikörperkomplexe zusammen, ja, und können nicht abgebaut werden und lagern sich an der Basalmembran der Glomerula eben an. Und dann gibt es eine allergische Reaktion Typ 3. Das heißt also, eine Glomerulonephritis ist in der Regel nicht bakteriell bedingt, sondern nicht infektiös, sondern postinfektiös. Oder sie ist dann auch autoimmunbedingt, also Goodpasture-Syndrom oder so etwas. Ja? Aber wenn du, ich weiß nicht, von wem die Frage ist, aber das, was vorangegangen ist, sind meistens bakterielle Infekte.
gibt aber auch sonstige Autoimmun. Pathophysiologie Pneumothorax, also ja, da hatten wir vorhin schon was mit dem Ventil- und Spannungspneumothorax, deshalb halte ich das mal kurz. Also es gibt den offenen Messerstich, ja, dann macht es pfft und dann geht die Luft aus dem Pleuraspalt raus und die Lunge hat immer die Tendenz, sich zusammenzuziehen, zu kollabieren, ja. So, und bei dem offenen ist es eben dann immer die Gefahr, dass sich so ein Ventilmechanismus mit nachfolgendem Spannungspneumothorax entwickelt. Jetzt gibt es aber auch einen geschlossenen. Dieser geschlossene kann spontan entstehen, idiopathisch. Das passiert vor allem bei den jungen Leptosomen, schlanken, schlaksigen, großgewachsenen jungen Männern, wenn die dann noch irgendwie Basketball spielen oder einfach eben Luftballon aufpusten. Oder sowas passiert vermehrt bei Emphysematikern, die eben so lauter Emphysemblasen in der Lunge haben, auch Raucher haben so etwas mehr, dass einfach spontan diese Adhäsionskräfte sich eben ablösen. Da bin ich jetzt in Anführungszeichen nicht in der akuten Lebensgefahr, weil die Seite, da kann sich kein Ventilmechanismus bilden. Ja. Das Problem trotzdem, noch, um nochmal auf diesen Spannungspneu zurückzukommen, ist, wenn ich eine Seite mit jedem Atemzug weiter aufpumpe, dann drückt mir das wahnsinnig auf die Vena Cava. Da ist nämlich kein hoher Druck drauf. Und damit schnüre ich mir quasi die Blutzufuhr zurück zum Herzen ab. Erschwerend kommt noch mit dazu, ich drücke selber noch mit diesem Lungenflügel da, mit diesem aufgepumpten Lungenflügel aufs Herz, plus der andere gesunde Lungenflügel, der wird natürlich dann auch nochmal verdrängt. Also absolute Lebensgefahr beim Spannungspneu, der aus dem offenen entsteht. Gut, hämorrhagische Diathesen. Hämorrhagische Diathese heißt ja nichts anderes als Blutungsneigung. Da muss man sich klar machen, was passiert bei einer Verletzung. Punkt 1, wird als erstes eine Vasenkonstriktion stattfinden, dann kommen die Thrombozyten angeflitzt, lagern sich an den Wundrändern an, Thrombozytenadhäsion, pfropfen sich zusammen, Thrombozytenaggregation und dann ist die Blutung gestillt und danach läuft die Gerinnung ab und dann am Schluss haben wir Fibrin, was das Ganze verkleistert. Das heißt, woran kann eine hämorrhagische Diathese, eine Blutungsneigung liegen? Punkt 1, an den Thrombozyten, dass ich davon entweder zu wenig habe, eine Thrombozytopenie, oder dass die nicht funktionieren, eine Patty. Was kann dazu führen, dass ich zu wenig Thrombozyten habe? Ich kann ein Knochenmarksproblem haben, was weiß ich, durch eine Bestrahlung, durch eine Chemo, durch Viren, ja, durch irgendetwas, was das Knochenmark kaputt gemacht hat. Es kann sein, dass mir die Baustoffe fehlen für die Thrombus, also zum Beispiel B12-Folsäuremangel. Oder es kann sein, dass ich einen Autoimmunprozess habe, was die kaputt macht. ITP, idiopathisch thrombozytopenische Purpura oder Morbus Werlhoff genannt. Oder es kann sein, dass ich eine Dicke habe, eine disseminierte intravasale Koagulopathie, also dass sie verbraucht werden. Also. Oder ich habe eine Milz, die überaktiv ist, einen Hypersplenismus hat. So, also zu wenig Thrombozyten. Zweiter Punkt, es kann sein, ich habe ein Gerinnungsproblem. Das kann angeboren sein, wie bei den Hämophilien. Ja, Hämophilie A, Faktor 8, Hämophilie B, Faktor 9. Oder es kann erworben sein, dabei spielt meistens die Leber eine Rolle, weil die Leber eben Gerinnungsfaktoren bildet. Oder ich habe irgendwie einen Vitamin-K-Mangel. Das würde zu einer hämorrhagischen Diathese führen. Punkt 3, wir hatten Thrombozyten, wir hatten Gerinnungsfaktoren, Gefäße. Ich kann Angiopathien haben, also zum Beispiel hat jemand alte Gefäße, Purpura senilis. Ja, das ist so was, so ältere Leute häufig so, gerade im Armbereich oder so etwas haben, so lila Flecken. Oder ich habe irgendwie eine Infektionskrankheit, die die Gefäße angreift. Meningokokken, Scharlach, Masern, ja, bis dann die Exantheme kommen. Oder mir fehlt Vitamin C, ist kaputt. Ja, Vitamin C dichtet Gefäßwände ab. Oder ich habe wieder was Autoimmunes oder ich habe was Allergisches. Nehmen wir nochmal was Allergisches, eine Purpura Schönlein-Henoch, ja, dass die Gefäße sich entzünden und durchlässig werden. Ja, oder Cortison. Und dann gibt es eben Medikamente, die ja bewusst auf die Blutstillung oder Gerinnung gehen. Da hätten wir das ASS als Thrombozytenaggregationshemmer. Das macht natürlich eine verstärkte Blutungsneigung. Wir hätten das Heparin, was vor allem die Umwandlung von Prothrombin in Thrombin hemmt. Und die Coumarine, zum Beispiel Marcomar, die sind dann Vitamin-K-Antagonisten oder eben so neuere Präparate wie Xeralto, Eliquis. So. Purpura Schönlein-Henoch ist Typ-3-Allergie, richtig. Das ist also, dass da auch Immunkomplexe sich bilden und sich an den Gefäßen anlagern. Gut. Hepatitiden, vielleicht könnt ihr die Person das ein bisschen konkretisieren, was sie da will.
A, B, C, D, E die Unterschiede oder? Vielleicht kann die Person das mal kurz reinschreiben, ansonsten gehe ich schon mal zu den Leukämien. Also bei Leukämien ist ja das Grundproblem, dass da eine Stammzelle entartet ist, entweder der myeloischen Reihe oder der lymphatischen Reihe. Und diese Stammzelle fängt dann an, Schrottleukozyten zu bilden. Und das hat zur Folge, dass die normale Blutbildung gestört ist. Ich kann dann weniger immunkompetente Leukos bilden, also werde ich eine Infektanfälligkeit bekommen. Ich kann weniger Iris bilden, also wenn ich eine Anämie bekomme. Und bei den meisten Formen ist es auch so, dass die Thrombozyten untergehen und eine Blutungsneigung entsteht. Alle Leukämieformen können deshalb auch mit einer B-Symptomatik einhergehen, Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß und dass du eben völlig hinüber bist. Die Unterschiede zwischen ALL, CLL, AML und CML, die akute lymphatische, da merken wir uns zu 80% geht die auf Kinder. 20% Erwachsene. Kinder haben aber auch eine 80%ige Heilungschance, Erwachsene nur 50%. Die Kinder werden akut krank mit Fieber, haben häufig Knochenschmerzen, Lymphknotenschwellung, vielleicht die Milz vergrößert, Kopfschmerzen könnten auftreten, Hautinfiltrationen, Zahnfleischbluten, Nasenbluten. Punkt. AML, das gleiche in grün, aber merken wir uns die Auerstäbchen, also haben 30% der Leute so irreguläre Zellorganellen. Dann hätten wir die CML, die so im Schnitt 8 Jahre braucht, bis sie diagnostiziert wird. Das ist die, die mit den höchsten Leukozytenzahlen einhergeht, bis über 500.000 sind vor allem dann eben die Granulozyten. Da haben wir 90% der Fälle das Philadelphia-Chromosom positiv. Und eine wahnsinnig große Milz. Schlechte Prognose, weil es in der Regel erst bei der Akzeleration, also wenn es beschleunigt ist, auch erkannt wird. So, und dann hätten wir noch die CLL. Stellen wir uns einen 70-jährigen älteren Herren vor mit irgendwelchen Hautproblemen, Pruritus, Ekzeme, die nicht gehen. Da finden sich dann auch die Gumprechtschen Kernschatten. Und was die häufig haben, ist das Mikulitsch-Syndrom. Das heißt also eine reaktive Schwellung der Tränen und Speicheldrüsen. Auch da haben wir eine Leukozytose, also die Lymphos sind eben oben, aber sagen wir mal bis maximal 10.000, bis maximal 100.000, Entschuldigung. Und die gehört histologisch gesehen zu den niedrig malignen Non-Hodgkin-Lymphomen. Deshalb wird sie so spät und so sanft wie möglich behandelt. Mhm. Du meinst die Virushepatitiden, Juliane? Grob zu merken. Okay, also das Schöne ist, alle Virushepatitiden können gleich verlaufen von der Symptomatik. Ne? Von asymptomatisch, bisschen grippal und ein bisschen Magen-Darm bis hin zu fulminant. Also alles ist möglich. Ein Großteil verläuft anti-ikterisch, also nur ein Drittel der Leute hat einen Ikterus. Und ansonsten eben grippale Symptome, Übelkeit, Fettverdauungsstörungen, Durchfälle. Kann man verallgemeinern. So, Unterschiede. A und E, fäkal-oral, wobei wir die E uns merken müssen, ist die zweithäufigste. Die macht sich auf dem Weg, die häufigste bei uns zu werden. Die holt man sich gerne über Schwein- und Wildschweinfleisch. Dann die A ist so typisch so eine Reisegeschichte, was weiß ich, auch über Muscheln und diese ganzen Sachen. Die A heilt aus, die E meistens auch, aber die E ist so gefährlich für die Schwangeren. Ja, 25% der Schwangeren versterben. Die genauso ist es, da können wir ein bisschen die Inkubationszeit runden, A und E 2 bis 6 Wochen. Und dann haben wir B, C und die D interessiert nicht, weil die kriegst du nur, wenn du die B hast, keine D ohne B. B und C sind sexuell und übers Blut. Inkubationszeit ist hier 6 Wochen bis 6 Monate. Und was immer sehr gerne noch kommt, ist die Frage, ab wann eine Hepatitis als chronisch gilt, das ist ab 6 Monaten. Ja. Und B und C chronifizieren auch. Die B macht das in knapp 10% der Fälle, während die C das in bis zu 75% der Fälle eben auch tut. So. Annette, kommen da unten drunter noch Fragen? Wolltest du nur wissen? So. Nee, das waren die letzten dann. Okay. Ja. So. Kopfschmerztypen, oh, da gibt es viele, aber nehmen wir mal so die wichtigsten. Es gibt natürlich die Spannungskopfschmerzen, das ist das Häufigste, ne? Gerade so bei Verspannung. Es gibt die Migräne und den Clusterkopfschmerz, darauf begrenze ich mich jetzt mal. Ja? Migräne, mehr so die Frauenerkrankung,
In ein Fünftel der Fälle geht das auch mit Aurasymptomatik einher. Aurasymptomatik kann man sich ein bisschen wie eine Tier vorstellen. Ich hatte es heute, flimmerte schön vor den Augen, nicht mehr richtig gesehen, nicht mehr richtig sprechen können. Jetzt geht's wieder. Und Parästhesien, neurologische Ausfälle, es haben aber nur so, ja, 20% der Leute. Migräne ist dann typischerweise einseitig, ja, auch mit starken vegetativen Symptomen, mit Übelkeit, Erbrechen, mit Lichtempfindlichkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist klar. Und mehr die Frauengeschichte. Im Gegensatz dazu hätten wir den Clusterkopfschmerz oder Binghorton-Neuralgie. Das ist mehr so die Männergeschichte, auch einseitig, zieht aber meistens so zum Auge hin und ja, man schwitzt so an der Stirn. Und ein großer Unterschied beim Clusterkopfschmerz sind zwei Dinge. Und zwar das eine ist, bei Migräne willst du dich hinlegen und den Kopf ruhig halten, ja, nur nicht bewegen. Und die Leute mit dem Clusterkopfschmerz, die fangen an rumzutigern. Zweitens mal, der Clusterkopfschmerz kommt eben in Clustern, deshalb wird er ja so genannt. Das sind dann eben so mehrere Attacken häufig am Tag, mal eine Viertelstunde, mal zwei Stunden andauern und so etwas, ne? Ja, da ist die Migräne ein bisschen anders. Arthritis, Arthrose, ja, it ist die Entzündung, Ose ist das chronische Degenerative, der ist wahrscheinlich abgezielt auf die Schmerzsymptomatik. Ich fange mal mit der Arthrose an. Naja, wenn du jetzt so eine Weile mit, was weiß ich, Arthrose im Knie da sitzt, dann wird das ziemlich steif werden. Und wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, das, ne, anzulaufen, dann wird es erstmal wehtun. Ne? Wenn man sich dann aber bewegt, wird vermehrt Synovia gebildet, schmiert sich wieder ein. Und dann geht es wieder besser. Wenn ich dann allerdings eben auch auf die Idee komme mit der Arthrose, naja, ich wandere jetzt 20 Kilometer, dann wird es natürlich auch wieder wehtun. Klar. Ne? Aber da haben wir typischerweise den Anlaufschmerz. Bei einer Itis, da ist das Ding ja entzündet. Also da hat man häufig eben schon so eine Steifigkeit morgens eben auch drin. Das tut auch schon in Ruhe weh und es tut natürlich noch mehr weh, wenn du es belastest. Eine Arthritis, die kann dann hervorgerufen sein durch Keime, die kann hervorgerufen sein durch Autoimmungeschehen. Ne? Es kann auch mal durch eine Aktivierung einer Arthrose sein, also wenn der jetzt irgendwie doch 20 Kilometer irgendwie laufen geht. Wenn da noch Fragen sind, noch ein. Ja, und dann die Tuberkulose. Habt ihr noch zwei Stunden Zeit? Nein, machen wir mal die wichtigsten Sachen zur Tuberkulose. Also, Tuberkulose, häufigste Infektionskrankheit der Welt. Alle 3 Sekunden steckt sich jemand damit an. Erreger ist hauptsächlich das Mycobacterium tuberculosis, ein säurefestes Stäbchen. Es gibt auch das Mycobacterium bovis und africanum. Hier haben wir eine spezielle Auflistung im Infektionsschutzgesetz, ist nämlich nicht bei Verdachterkrankung tot, sondern bei Erkrankung tot meldepflichtig, auch wenn ein bakteriologischer Nachweis noch nicht erbracht ist. Fällt für uns also unter Behandlungsverbot. Bei der Tuberkulose, die Tuberkulose ist sehr stark von sozialen Faktoren abhängig. 9 von 10 Leuten werden nicht dran erkranken, da wird das Immunsystem da Mechanismen entwickeln, dass das nicht passiert. Aber es gibt die Risikogruppen mit A. Das sind die Alten, die Abwehrgeschwächten, die Asylanten, die Ausländer, die Alleinstehenden, die Alkoholiker, die eben vermehrt das bekommen. Und das bekommen sie nach einer Inkubationszeit von 4 bis 12 Wochen. Meistens sind es 5, 6 Wochen. Also längere Inkubationszeit als andere Bakterien. So, jetzt ist es so, dass da das Ding ist nicht so wahnsinnig kontagiös, aber wenn der Erreger tief eingedrungen sind, dann hat man das Problem, weil das Bakterium eben so eine komische Wachsschicht hat. Das ist wie so diese Babybellkäse, das kennt er sicherlich, ne? Mit dieser roten Wachsschicht. Also wenn du das isst, das kannst du auch nicht gut verdauen. Und genauso geht es unserem Phagozyten, das kriegen sie nicht gut hin. Also bleibt ihnen häufig nichts anderes übrig, als quasi diese Mykobakterien einzusperren. Baut man ein Gefängnis außenrum, einen Wall. Ja, und kapselt also das Mykobakterium vom gesunden Lungengewebe ab. Funktioniert das, dann hat man eine geschlossene Tuberkulose und ist auch nicht ansteckend. Sollte das Immunsystem, und das bei 5 bis 10% der Bevölkerung, eben so schwach sein, das kommt ja mehr auf anderen Kontinenten vor, Afrika, Asien und so weiter, dann kann man natürlich sofort daran erkranken. Wenn man erkrankt, dann sind die Symptome aber ziemlich wischiwaschi. Das ist jetzt nicht so das Leitsymptom, sondern bist eben, naja, bist eben kränklich und hast Husten und vielleicht ein bisschen Nachtschweiß und naja, ne? Und dann kann die Tuberkulose eben in alle Organsysteme gehen. Also von daher ist die ein wahres Chamäleon, die kann ja überall hingehen. So, kümmern wir uns aber um die Person, die abgekapselt hat.
Jetzt kann das eben sein, dass irgendwann das Immunsystem schwach wird. Das passiert meistens innerhalb der ersten 2 Jahre. Und dann kann dieser Wall aufplatzen. Ja, das kann auch passieren, wenn man Kalziummangel hat, ne, weil die Festigkeit in dem Wall über Kalzium passiert. Und wenn das dann aufbricht, naja, dann kann es wieder eine postprimäre Tuberkulose geben. Und wenn das dann irgendwann Anschluss an Blutgefäß, Lymphgefäß, an die Bronchien oder sowas bekommen, kann das eben hämatogen, lymphogen, kanikulär oder so etwas eben quasi metastasieren und sich ausbreiten. Symptome, wie gesagt, sehr variabel. Gefürchtet ist immer die Miliartuberkulose, Milium das Hirsekorn. Das Hirsekorn, große Herde über eine hämatogene Streuung entstehen, was meistens letal dann auch verläuft. Was sich sehr schwierig gestaltet, ist die Behandlung, vor allem auch, weil inzwischen immer mehr Multiresistenze auftreten. Da muss eine Kombination von verschiedenen Tuberkulostatika eben gegeben werden, mindestens 6 Monate bei unkomplizierten Verläufen, sonst teilweise noch wesentlich länger. Ja, Punkt, oder? Achso, Unterschied noch, Korsakoff, Wernicke, Delirium Tremens. Gut, also fangen wir mit Korsakoff und Wernicke an. Beide sind auf einen Thiaminmangel, Vitamin B1-Mangel zurückzuführen. Nur, Sergei Korsakoff hat was anderes beschrieben als Karl Wernicke, obwohl sie zeitgleich lebten. Korsakoff hat das amnestische Psychosyndrom beschrieben. Das bedeutet, der Alkoholiker hat Gedächtnislücken. Und statt zu sagen, hey, das weiß ich nicht mehr, führt er diese über erfundene Stories, Konfabulationen. Plus, er ist zeitlich desorientiert. Der weiß nicht mehr, war das gestern, letzte Woche, ja, und hat auch Merkfähigkeitsstörungen. Das hat Korsakoff beschrieben. Punkt. Mehr hat er nicht beschrieben. Das Ankreuzen. Ja? Störungen des Zeitgefühls oder der Orientierung, amnestisches Psychosyndrom, Konfabulation. Oder wenn es umformuliert ist. Ja? So. Wernicke hat viel mehr beschrieben. Und der Korsakoff ist im Wernicke drin enthalten. Auch Wernicke-Enzephalopathie ist auf den Thiaminmangel zurückzuführen. Es kommt dazu einer Störung des Kohlenhydratstoffwechsels, was eine ödematöse Schwellung des Gehirns zur Folge hat. Plus es kommt zur Neovaskularisation, das heißt, dass sich neue kleine Kapillare bilden, vorrangig in den Bereichen, wo die Hirnnervenkerne sitzen, die die Augenmotorik steuern, also zum Beispiel Oculomotorius. Der Wernicke hat 3 große Symptomengruppen. Das eine ist die Störung der Blickmotorik, also irgendwas mit den Augen. Blickparesen, Doppelbilder, Nystagmus, sucht euch was aus. Das andere sind Ataxien. Und das dritte ist ein organisches Psychosyndrom, ein OPS, oder ihr könnt auch HOPS sagen, hirnorganisches Psychosyndrom, dass sie psychotisch werden können und dass sie eben Gedächtnislücken haben können und konfabulieren. Also da kann der Wernicke mit drin sein. Plus, was noch reingehört in den Wernicke, sind, ach, was weiß ich, Insomnie, Schlaflosigkeit, Dysarthrie, dass sie Probleme beim Reden haben, Dysphagie, Schluckstörungen, vegetative Störungen, ja? Dysdiadochokinese, dass sie den Neurologen groß nicht mehr richtig machen können. Also Wernicke ist ganz, ganz umfangreich. Ne? Sofort Vitamin B1-Infusion. Das Delirium Tremens ist eine Komplikation des Alkoholentzuges mit einer Lebenszeitprävalenz von 9. Beim Wernicke kannst du auch Konfabulationen ankreuzen. Der Wernicke hat alles mit drin, aber der Korsakoff hat den Wernicke nicht drin. Ja? So, dann Delirium Tremens. Delirium Tremens, Alkoholentzugsdelir, 9-15% Lebenszeitprävalenz, wenn man es schon mal hatte, steigt das an. Gerne gefragt hier auch gewisse Prozentzahlen, dass unbehandelt die Letalität 25% beträgt, die durch Behandlung unter 1% eben gesenkt werden kann. Das Delir fängt meistens erst am 2. Tag an und wird in der Hälfte der Fälle über epileptische Anfälle eingeleitet. Große Gefahr ist eben, wenn ein Alkoholiker im Krankenhaus ist und auf trockenen Entzug ist. Es kann aber, Vorsicht, Prüfungsfragen, auch bei fortgesetztem Konsum auftreten. Dann geht es los mit epileptischen Anfällen und Delir heißt aus der Furche geraten. Also der weiß nicht mehr, wo oben, unten ist. Bewusstseinsstörungen sind da, Desorientierung ist da und häufig auch Angst, Aggressivität und Halluzinationen. Und was dabei ganz wichtig ist, sind diagnostisch führend, sind die optischen Halluzinationen, ja? Dass sich kleine irgendwelche Tierchen bewegen, Würmer, weiße Mäuse. Das ist diagnostisch führend, die optische Halluzination. Aber,
Aufmerksamkeit. Ich weiß, nach einer Stunde, es ist schwierig. Es können sämtliche Qualitäten von Halluzinationen vorkommen. Die können auch Glockenläuten hören. Ja? Die können auch, was weiß ich, gustatorische oder olfaktorische oder Körperhalluzinationen haben. Aber diagnostisch führend typisch sind die optischen. Ja? Die können auch illusionäre Verkennungen haben. Also da kommt jetzt der Arzt rein und sie sehen eine Teufelsfratze. Das erklärt allerdings noch nicht, warum das so eine hohe Letalität hat. Ne? Nur weil ich psychisch abdrehe, ist es ja noch nicht letal. Das Problem ist das Vegetative Mengleis total. Ne? Also Puls, Atmung, ne? Blutdruck und so weiter. Und deshalb ist die Letalität so hoch. So. Und dann habe ich hier noch eine letzte Frage. Das war, muss ich nochmal zurückscrollen, das waren Denkstörungen, ne? Unterschied noch zwischen formaler und inhaltlicher Denkstörung. Okay, also wenn wir denken, dann kann zum Beispiel der Inhalt von dem, was wir denken, Quatsch sein. Wenn ich zu euch sage, ja, meine Glühbirne flackert gerade, um mir eine Nachricht zu übersenden, dass ihr alle die Prüfung bestehen werdet, dann ist das natürlich keine Denkstörung, sondern das stimmt natürlich dann. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wenn ich in irgendetwas jetzt etwas rein interpretiere, bei dem der Inhalt Quatsch ist, zum Beispiel ein Wahn, ja, ist das eine inhaltliche Denkstörung. Das, was ich da denke, ist Quatsch. Die Glühlampe, die wird jetzt nicht flackern, um mir eine Nachricht zu übermitteln. Ja? Das ist inhaltlich. Eine formale Denkstörung, da ist die Struktur, der Ablauf, die Geschwindigkeit, das, wie ich denke, gestört. Ja? Ich habe zum Beispiel eine Denkhemmung, Brett vorm Kopf, das ist formal. Oder gerade muss ich ein bisschen schneller denken, nämlich die ganzen Fragen beantworte. Ne? Also ob es jetzt eine Störung ist, sei dahingestellt. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass ich total durcheinander denke, dass ich eine Denkzerfahrenheit habe, wie bei der Schizophrenie, ist auch formal. Oder eine Ideenflucht, dass mir die Ideen, die Gedanken aus dem Kopf flüchten und ich sie gar nicht alle zu Ende denke. Oder dass ich mit meinen Gedanken irgendwo nicht mehr wegkomme, dass ich kleben bleibe, eine Perseveration, also wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, sodass man ganz einfach das immer wieder wiederholt. Also formal ist immer, wie ich denke, schnell, langsam, durcheinander. Ja, Struktur zum Beispiel verändert und inhaltlich ist eben das, was ich denke, ist Quatsch. So, Punkt. So. Seid ihr wahrscheinlich auch von dem Redeschwall ganz schön erschöpft, aber ich musste das ja irgendwie hier durchkriegen. Annette hat schon die Fragen gestopft. Ja, ihr Lieben, so, ich hoffe, ihr habt euch heute nochmal so die ein oder andere Informationen jetzt auch nochmal mitnehmen können, habe ich mal wieder meine mündliche Prüfung hier hoffentlich bei euch bestanden. Und jetzt wünsche ich allen, also meinen Kurs sehe ich ja größtenteils morgens nochmal, euch eben eine gute, gute Prüfung und vielleicht ist das ein oder andere, was wir heute hatten, euch noch im, irgendwann so als kleine Stimme im Hinterkopf, was dann eben auch so kommt. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, ne, dann ja, wünsche ich einen schönen Abend und Hinweis.